Es spricht zu uns Heinrich, Friedensaktivist aus Berlin. Liebe Freunde, liebe Berlinerinnen und Berliner, mein Name ist Heinrich und ich spreche in meinem eigenen Namen. Ich möchte die Kriegstreiber der Welt, Joseph Biden, Boris Johnson, Ursula von der Leyen, Annalena Baerbock und Volodymyr Zelensky daran erinnern, dass jetzt der beste Zeitpunkt für Verhandlungen mit Russland ist, zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Jetzt, wo die Fronten in der Ukraine sich verhärtet haben und zum Stellungskrieg geworden sind, jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Jetzt, wo noch keine schweren Waffen in die Ukraine geliefert worden sind. Jetzt, wo Russlands Außenminister Lavrov in einem Interview für eine italienische Zeitung die russischen Kriegsziele benannt hat. Es sind solche Ziele, die sogar von der Zelensky-Regierung, eingehen kann, ohne die Ukraine aufzugeben. Jetzt ist es an der Zeit zu verhandeln, die Ukraine zu entmilitarisieren und die entstandenen unabhängigen Oblasten wie auch den Krim-Status zu bestätigen. Dass es hohe Zeit dafür ist, das beweisen der Deutschlandfunk und die anderen Hetzsender in der Bundesrepublik Deutschland. In der letzten Zeit werden der russische Präsident Wladimir Putin und der russische Außenminister Sergei Lavrov besonders dämonisiert und verteufelt. Man dürfe mit diesen Menschen nicht reden, heißt es. Es ist völlig unklar, wie diese Menschen reagieren. Es ist unklar, wie der Kreml reagiert. Das sind die Zitate aus dem Deutschlandfunk. Sowohl Putin als auch Lavrov werden nie vollständig zitiert, sondern immer nur Teil ihrer Rede sofort mit Kommentaren versehen, auf das der deutsche Michel zu versehen hat, wie das richtig zu deuten ist. Ich empfehle euch, die Zitate von Putin und Lavrov euch zu besorgen und zu durchdenken. Und dann werdet ihr merken, dass es durchaus sinnvoll ist. Der Frieden in der Ukraine bedeutet auch Frieden für uns. Der Frieden für die Ukraine bedeutet, dass unsere deutschen Kriegstreiber keinen Grund mehr haben für die Sanktionen gegen Russland. Der Frieden in der Ukraine bedeutet, dass auch die Energieversorgung über russische Quellen wieder eingerichtet werden kann. Es bedeutet, dass Nord Stream 2 geöffnet werden kann und damit 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas zur Verfügung stehen, um die norddeutschen Erdgaslager aufzufüllen. Die soziale Kraft, die Kriegstreiber zu den Verhandlungen zwingt, das ist nur die internationale Friedensbewegung. Und ich möchte Sie bitten, sich an uns, an unserer Friedensbewegung zu beteiligen, damit wir viele werden. Was aber tun die internationalen Kriegstreiber? Sie sabotieren Tag für Tag den Verhandlungsweg, indem sie unsinnige Forderungen an Russland stellen und Russland mit immer neuen Vorwürfen belasten. Der Bundeskanzler Olaf Scholz, zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, dem italienischen Regierungschef Mario Draghi und der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis, sind nach Kiew gefahren, nicht etwa um Zelensky zu zwingen, die Verhandlungen aufzunehmen, sondern im Gegenteil, ihn davon abzuhalten. Sie haben ihnen in Aussicht gestellt, dass die Ukraine einen Kandidatenstatus für die Europäische Union enthält. Wenn das passiert, oder nochmal ein Zitat vorher,
Ursula von der Leyen hat diesen Kandidatenstatus der Ukraine für die Aufnahme in der Europäischen Union so kommentiert. Wir wissen, dass die Ukrainer für die europäische Idee ihr Leben lassen würden. Liebe ukrainische Freunde, bitte hört genau hin. Die Frau meint es ernst. Weiter. Wenn alle 27 EU-Mitglieder tatsächlich diesen Kandidatenstatus der Ukraine für die Europäische Union bestätigen, dann ist es höchste Zeit für Deutschland, aus der Europäischen Union auszutreten. Die Europäische Union wird dann kein Wirtschaftsbündnis mehr sein, sondern ein Kriegsbündnis. Und wir bezahlen nicht für eure Kriege. So, weiter. Boris Johnson, Großbritannien, hat angeboten, dass die britische Armee 1 Million ukrainischer Soldaten ausbilden würde. 1 Million ukrainischer Soldaten, damit das Schlachten in der Ukraine weitergehen kann. Damit wird natürlich auch Großbritannien zum Kriegstreiber und zu einer Kriegspartei. Weiter, Joseph Biden hat dem US-Senat mal ebenso 50 Millionen Dollar abgeschwatzt, um amerikanische Raketenwerfer mit langer Reichweite in die Ukraine zu schaffen. Wie ihr seht, tut die internationalen Kriegstreiber alles, um den Krieg zu verlängern und international auszuweiten. Einzig die internationale Friedensbewegung kann diese Kriegstreiber stoppen. Schließt euch uns an. Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. Workers of all nations, unit. Proletarier auf sich dran, soidinites. Trabajadores de todo los países, unidos. Danke. Vielen Dank, Heinrich. Wir spielen jetzt etwas Musik, bevor der letzte Redner das Wort ergreifen wird.